Museumsbesucher. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Deutschen Uhrenmuseum in Glashütte. Mein Name ist Jürgen Franke. Ich grüße ganz herzlich auch von meinen Kollegen und den anderen Mitarbeitern des Deutschen Uhrenmuseums. Wir stehen heute hier vor der astronomischen Kunstuhr, die von Hermann Goetz erbaut worden ist. In dem heutigen Video soll es darum gehen, Ihnen zu zeigen, welche Anzeigen die Goetz-Uhr tatsächlich hat. Wir haben ein Oberwerk, welches für die Zeitanzeige wichtig ist und für den ewigen Kalender. Im Unterwerk werden astronomische Angaben gemacht. Beginnend mit der Erklärung werde ich mit den Anzeigen von Stunde und Minute und Sekunde. Die beiden auffälligen Zeiger aus dem Zentrum des Zifferblattes heraus ermöglichen uns, zum einen die Stunde abzulesen, als auch die Minute, gefolgt von dem Kleinen, der uns das Ablesen der Sekunde ermöglicht. Das bereits erwähnte Sekundenzifferblatt beherbergt eine weitere Anzeige, die sogenannte Äquation. Dieser polierte Zeiger wandert vom Februar von minus 14 Minuten bis im November bis maximal 16 Minuten. Das ist die Differenz zwischen der wahren und der mittleren Sonnenzeit. Nur zweimal im Jahr wird der Zeiger genau auf Null zeigen. Dann decken sich, wie gesagt, mittlere und wahre Sonnenzeit. Neben der Zeitanzeige beherbergt das Oberwerk auch einen ewigen Kalender. Mit der Anzeige für das Datum, den Wochentag, den Monat, ergänzt durch die Anzeige für das Jahr. Dieser Zeiger zeigt uns an, ob es sich in diesem Jahr um ein Gemeinjahr handelt, in den ersten drei Stufen. Und wenn der Zeiger auf 4 weist, haben wir ein Schaltjahr, so wie dieses Jahr. Interessant ist sicherlich zu erwähnen, dass unser Kalender bis ins Jahr 2899 vorprogrammiert ist. Erst dann muss der vordere Zähler ergänzt werden. Im Wochenzifferblatt finden wir einen kleinen Zeiger. Er ist für die Gangdauer des Schlagwerkes zuständig, uns das anzuzeigen. Er wandert von 0 auf 32 innerhalb eines Monats, genauso wie das dieser kleine Zeiger im Monatszifferblatt macht. Auch er wandert im Uhrzeigersinn auf 32. Er zeigt uns an, wie lange das Uhrwerk gelaufen ist. Wir kommen zu den astronomischen Anzeigen im sogenannten Unterwerk. In der Mitte finden wir das sogenannte Sternenzifferblatt, rechts davon das Sonnenzifferblatt und links davon das Mondzifferblatt. Der Zeiger mit dem Sonnensymbol bewegt sich in Sonnenzeit. Über das darunterliegende Zifferblatt, wo er dann die Jahreszeit und das jeweilige Sternzeichen anzeigt. Dieser große Zeiger im Hintergrund bewegt sich in Sternzeit. Im Oval, im oberen Bereich des Zifferblattes, wird der Sternenhimmel über Glashütte angezeigt, wie er sich heute Nacht zeigen wird. Das sehr praktische Zifferblatt auf der rechten Seite zeigt die mittlere Ortszeit für Glashütte an und er zeigt an, wann die Sonne aufgeht in Glashütte und wann heute Abend mit dem Sonnenuntergang zu rechnen ist. Das Zifferblatt auf der linken Seite gibt das Mondalter und den Mondlauf an. Eine Ergänzung zur Anzeige des Mondalters im Mondzifferblatt ist der kugelförmige Mond, der sich im Himmelsfirmament des Zifferblattes abbildet. Er zeigt die Mondphasen so an, wie wir sie von unserer Erde aus tatsächlich wahrnehmen. Erst 1956 wurde dieser Mond so integriert, vorher war eine flache Scheibe dafür zuständig. Hermann Goetz hat das zeitlebens nie zufriedengestellt und nach seinen Plänen wurde das dann umgesetzt. Ich hoffe, dass ich Ihnen die Funktion der Goetz-Uhr näher bringen konnte. Weitere Informationen zu Goetz und seiner astronomischen Kunstuhr
finden Sie in einem Begleitheft, das in unserem Online-Shop erhältlich ist. Wir würden uns freuen, Sie hier im Museum begrüßen zu dürfen.